Ahoi zusammen, da sind wir auch schon mit dem zweiten Teil zur Videoreihe für das Royal Navy Event. Und die beginnt mit einer Ankündigung von Wargaming selbst, denn es gibt aktuell Probleme mit der Ruhmeshalle, wo die Spieler ihre Preise nicht ordnungsgemäß erhalten. Das heißt, der eine oder andere von euch wird es vielleicht schon gemerkt haben, ihr habt letzte Woche in der Ruhmeshalle ordentlich Punkte abgesahnt und die versprochenen Belohnungen sind bis jetzt noch nicht eingetroffen. Wargaming ist sich dessen bewusst, arbeitet auch daran, aber anscheinend ist das wohl ein größeres Problem, das ein bisschen länger dauert, bis es behoben wird. Leider. Ich gehe mal davon aus, dass die Belohnungen aber nicht verloren sind. Den Link zu dem Artikel, zu dem Forum-Eintrag werde ich natürlich unten in die Infobox stellen. So, jetzt zum eigentlichen zweiten Teil. Das wird jetzt ein kurzes Video, die nächsten 5 Minuten. Wir gucken uns einfach nochmal kurz an, was gibt es denn jetzt aktuell im Rahmen vom Royal Navy Event im Premium Shop? Da vor allem der Unterschied zwischen den regulär erspielbaren Royal Navy Containern und den Premium Royal Navy Containern, wo da so die Unterschiede liegen. Mittlerweile ist es auch bestätigt oder halt berechnet worden, wer ohne Royal Navy DD Zerstörer spielt und einfach nur die regulären Missionen abarbeitet, der kann bis zu 240 Sovereigns bekommen. So, da sind wir jetzt im Premium Shop. Den brauche ich euch, glaube ich, nicht verlinken. Da wisst ihr alle, wie ihr da hinkommt. Wir sehen hier Sonderaktionen und Sonderangebote. Ich weiß immer noch nicht, wo da genau der Unterschied sein soll. Denn das Angebot für den einen Guinea und für die 10 Guineas für 89 Cent ist leider nur unter Sonderangebote zu finden. Wir sehen die Galant, warum ich auch immer da gerade über die Huang He gefahren bin. Wir sehen die Cossack. Cossack kostet regulär knapp 36 Euro. Und wenn ihr alle Guineas erspielt, 48 von den 50, die die Cossack kostet, dann braucht ihr da bloß noch einen Euro quasi drauf sein, wenn ihr die Cossack haben möchtet. Ja, das müsst ihr natürlich immer voraussetzen. Ansonsten bei den Containern, da werde ich mir exakt einen Container kaufen, und zwar den einzelnen Royal Navy Container für 2,70 €. Und da gucken wir dann gleich mal rein, wo da die Unterschiede zum regulären sind und was so meine Gedanken dazu sind. Ich bin jetzt nochmal rübergesprungen auf Sonderangebote, denn da ist das einzelne Angebot für den Genie, der 10er-Pack für 89 Cent, der ist leider schon nicht mehr da, den habe ich mir schon geholt, ist nur einmal pro Account verfügbar. Dann könnt ihr aber den Link dazu im vorherigen Video sehen. Gut, zwei Container habe ich jetzt im Hafen, sehen wir hier links. Gucken wir gleich mal rüber. Der erste von den beiden ist ein regulärer Royal Navy Container. Sehen wir daran, der sieht ein bisschen schlichter aus, einfach nur Holz. Ja, machen wir den mal auf. Wir haben so eine ungefähre Vorstellung, was uns drin erwarten könnte. Genau, ein Spezialsignal, drei reguläre Signale und 5 Sovereigns. Wie gesagt, 240 könnt ihr erspielen in dem Moment, wo ihr bei der Ruhmeshalle mit abräumt und die Belohnungen dann verteilt werden, oder ihr einen Royal Navy Zerstörer mitbekommt, entweder über Losglück oder ihr kauft euch einen, kann das natürlich ein bisschen mehr werden. Ansonsten hatte ich jetzt hier in dem Container kein Losglück mit den britischen DDs. Da schauen wir doch gleich mal, ob wir mit dem Royal Navy Premium Container mehr Glück haben. Da ist der und der sieht ein bisschen schicker aus, dunkleres Holz, ein paar Goldverzierungen dran. Gucken wir mal. Jo, wie versprochen, die 5 Union Jack Tarnungen und 5 Spezialsignale. Das könnten alternativ auch nochmal 5 Union Jack Tarnungen sein und 15 Sovereigns. So, und jetzt, wenn ihr natürlich sagt, hey, ich habe nicht so viel spielen können, mir gehen ein paar reguläre Sovereigns ab, ich möchte aber die Warspite haben, oder der Inhalt ist so gut genug für euch in Form der Tarnungen. Dann kann man natürlich mal drüber nachdenken, ob man sich die Container holt im Shop. Kosten mindestens 2,70 € das Stück, geht dann natürlich ein bisschen rabattiert weiter. Ich persönlich würde dazu sagen, wenn das für euch okay ist, ist das gar nicht mal so verkehrt. Die Container kaufen einfach nur in der Hoffnung, dass ihr die Schiffe, die regulären Royal Navy Zerstörer bekommt.
Das ist Losglück. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Es ist Losglück. Es gibt Leute, die kaufen dann für 100 Euro Container, haben kein Schiff. Es gibt Leute, die kaufen für 15 Euro Container und haben alle vier bekommen. Ich habe mittlerweile über die regulär zu erspielenden Container 3 von 4 Royal Navy DDs bekommen. Ein kleiner Kamerad von mir leider noch gar keinen, obwohl der sich die Cossack gekauft hat. Also das ist immer Losglück. Bedenkt das bitte, wenn ihr diese Container euch kauft. Ansonsten war es das dann auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Event und beim Spiel und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.